Hallo und herzlich willkommen zu den Wetteraussichten von wetter.net. Nach einem sehr stürmischen und herbstlichen zweiten Advent beruhigt sich nun das Wetter ganz allmählich wieder. Im Laufe dieser Woche wird es dann allerdings bei uns fast überall winterlich. Heute Abend und in der kommenden Nacht haben wir es noch verbreitet mit vielen dichten Wolken zu tun. In einem Streifen von der Ostseeküste bis zum Alpenrand sind immer wieder einzelne Schauer mit dabei. In den höheren Lagen fällt Schnee. An der Nordseeküste weht weiterhin ein recht starker bis stürmischer Wind. Dazu bleibt es verbreitet frostig kalt. Die Frühtemperaturen gehen dabei auf Werte meist zwischen -2 und +2 Grad zurück. Und daran wird sich auch morgen im Laufe des Tages nicht viel ändern. In einem Streifen von Schleswig-Holstein bis zum Rhein kann sich im Tagesverlauf die Sonne recht häufig durchsetzen. Östlich davon dagegen halten sich die dichten Wolken ziemlich hartnäckig. Richtung Sachsen muss immer wieder mit einzelnen Schauern oder Schneeschauern gerechnet werden. Auch zum Abend ändert sich daran nicht viel. Die Höchsttemperaturen erreichen im Tagesverlauf maximal nur 0 bis 5 Grad. Am Abend bleibt der Himmel verbreitet bedeckt. Einzelne letzte kräftige Regenschauer weiter Richtung polnische Grenze sind nicht ganz ausgeschlossen. Am Mittwoch beruhigt sich dann kurzzeitig das Wetter. Später nimmt allerdings die Bewölkung wieder zu. Verbreitet müssen wir immer wieder mit einzelnen Schauern rechnen. Vereinzelt könnten sogar bis ins Flachland ein paar Schneeflocken mit dabei sein. Ähnlich auch wie am Donnerstag. Später kann sich dann im Tagesverlauf die Sonne recht häufig durchsetzen. Und auch der Freitag startet noch sehr freundlich und winterlich kalt. Später nimmt dann von Westen her die Bewölkung ganz allmählich zu mit einzelnen Regen- und Schneeschauern. Das war's von den Wetteraussichten. Nähere Informationen zum Wetter findet ihr jederzeit unter wetter.net oder ihr abonniert ganz einfach unseren Kanal.